will auch einen. Oh Mann, es geht um alles. Es geht um alles sterben. Also ich kann jetzt gar keine mehr looten. Ich auch nicht. Könnt jetzt gar aufheben, nee, auch nicht. Ich bekomme jetzt nicht mal mein Lootfenster dafür. Was heißt? Ja, so, mein ist auch Krokodil, nicht. Ja, ich bin auch nicht so glücklich gewesen. Was heißt davon, wenn wir es einfach lassen? Also so wichtig ist die. Ey, ich hab hier 3 von 5, Moment. Ich will dem auch Schaden machen. Jetzt habe ich ihm gar keinen Schaden gemacht. Ich fühle mich so ruhig. Ich habe meinen letzten Schlumpf getötet. Also ich bekomme hier die Krokodile. Ich bekomme keine. So ist ja nicht die, die. Ich bekomme auch keine mehr. Mal eins. Auch nicht, aber ich. Hey, ich bekomme hier auch keinen. Ich habe auch keins mehr bekommen, Moment. Kommt mit den Schlumpfeln, dreht euch. So, ich hab keinen Bock mehr auf die. Alles diesen Scheiß Eier. Sag mal, jetzt Ziel ist tot. Ach ja, als wenn die. Ihr Ziel ist tot. Ja, dieses Ei ist tot, das vermute ich. Wenn du sie dir pflückst. Warum wurde die Aktion abgebrochen? Weil du läufst, aber. Warum kann ich nicht da? Ja. Euer Ziel ist tot. Ach, ich komme später einfach mal wieder. Ich habe ja schon 3, ich suche jetzt Titanmuttern. Das können wir ja dann eigentlich auch offscreen machen. Das ist meine Taktik, Felix. Ich suche hier gerade die Titanmuttern. Oh, dummes Wichsteil, ich wollte mir gerade dein Ei holen. Ich muss noch eine. Stirb. Wir müssen noch eine Wasserschlange töten. Ich weiß nicht, ob das nee, ich auch schon ist. Alle. Stirb und ersetzt dich erschlund. Okay, dann habe ich jetzt alle getötet. Ich habe heute meine Migräne, heute wirst du nicht gesättigt werden. Nein, Spaß. Als nächstes müssen wir dann hier diese ganzen Sklavenquests machen. Nee, keine Sklavenbanditen. Da könnte es eventuell auch noch was ein Bereich geben. Wollten wir das nicht mal irgendwie mit den Banditen machen? Banditen ist doch kein Unterschied. Sklaven und Banditen. Euer Ziel ist tot. Oh, da hat er ganz knallhart eine Titanmutter geholt. Ich krieg hier auch keine Titanmuttern mehr. Oh. Ich bekomme welche, wenn ich weit genug von euch weg bin, also. Der Kerl heißt Freidenker. Der Kerl hier heißt Braindrill. Oh Gott, die Wasserschlange ist Level 5. Au, ich werde angegriffen von so einer hässlichen Wasserschlange. So. Die haben doch eh keine Macht gegen mich. Okay, jetzt kann ich gerade wieder. Ey, wollen wir es vielleicht wirklich so machen, dass wir dann halt bis zur nächsten Aufnahme irgendwie das Gebiet dann durchgequestet haben? Kann es sein, dass wir gerade so von wegen, wir spielen jetzt, aber nicht so aufnahmemäßig, sondern nur so, wir spielen, sondern wir müssen doch uns auch unser Publikum wenden. Ja, ich habe eine Titanmutter! Dann wend dich mal an unser Publikum. Ich habe eine normale Mutter. Hallo, hier schon wieder. Tritt zu. Er ist auch ein Servant und er tritt scheinbar zu, aber ich mag ihn nicht. Also der wird hier niemals unser Random Guy für unsere Let's Plays. Ja, es soll ja auch jedes Mal ein anderer sein, um das Ganze interessant zu gestalten. Ja, und dann später Ja, ihr labert die ganze Zeit euch selbst dazwischen, das funktioniert so fein nett. Ich verstehe alle noch. Ja, darauf kommt's an. Ha, 5 Krokodile, ihr Bitch! Jetzt kriege ich hier einen giftigen Biss, wenn ich die Titanmutter aufmachen will. Oh, der World Boss hier ist da. Was soll denn das? Töten. Können wir dann töten. Die können wir jetzt töten. Oh, hab kein Erbarmen. Wenn auch ihr Random Guy bei unserer tollen Serie sein wollt, überweist einfach 500 Euro auf Volks Konto. Was ist denn hier bitte der... ein World Boss und hier auch scheiße gerissen, der Schmuggler. Stärker als der Typ mit Unterhemd und Messer. Fänd ich gut. Der Typ mit dem Unterhemd. Oh, ich hab das Pornomagazin Spitze Ohren gelootet. Oh, diese ganzen Seiten könnt ihr übrigens auch wegwerfen. Naja, die gerissenen Schmuggler sind ziemlich schlecht. Die sind halt nicht so gerissen, wie sie tun. Ich will auch jetzt. Du willst auch Pornomagazine sammeln. Ja. Wo ist der Felix? Der ist einfach da durchgejumpt. Ich will jetzt Level 10 werden. Ich brauche auch einen Gefährten. Ohne Gefährten. Ja, ich hab das Pornomagazin. So. Ich will das auch haben.
kriegst du nicht. Diesen Satz müssten wir jetzt total zusammenhangslos rausschneiden, reinschneiden, dass es irgendwann mal so... Listiger so, Motto, ich hab einen Hunde mal die gerissenen Schmuggler sind immer böse. Patrick, hilf mir mal mit den gerissenen Schmugglern. Ich muss hier kurz... Oh mein Gott, sind die stark! Hier ist der Freidenker. Gerissene Schmuggler. Also, ich hab hier jetzt alles, was ich brauche. Wow, ich werde hier einfach angegriffen von einem gerissenen Schmuggler. Ich glaube, er wird dich töten. Ja, Lennart, wir sind nicht alle so überpowered, du. Gibt's hier vielleicht wieder Pornomagazine? Meins? Ah, ich hab's Pornomagazin spitze Ohren. Scheiße, meine Tasche ist voll, was kann ja, da für die Scheiße drin sein? Ja, die wird ziemlich zugemüllt, mehr als du denkst. Ich entmüll meine gerade auch. Gebrochene Tarn. Ja, annehmen, dass ich das zerstören will. Ja, Mann. Ich kann immer noch nicht das Festtagsgeschenk öffnen. Jetzt habe ich die dritte Schmuggler-Probe. Nee, mehr als drei gibt's doch nicht. Also ihr braucht halt diese 5 Schmuggler-Mitteilungen und diese 3 Proben, die hier so rumliegen, und das war's dann auch. Mein Telefon klingelt. Schau wieder. Was ist denn da bestimmt los? Wieder deine Oma. Brauchen wir diese 5 Seiten? Oh, so meine Freunde, bei mir ja, gibt dann, das Essen. Lock dich am besten aus, solange. Okay. Dieses Ziel wird bereits ausgebeutet. Lennart? Du hattest ja irgendwie was gemeint von... Lennart, du hattest ja mal was gemeint von wegen, du wirst wahrscheinlich nicht angerufen, ne? Weil du zu professionell bist. Also, ich weiß nicht, ob man das so unterstreichen sollte. Ruf mich jetzt nicht an. So, ich hab mal meinen Telefonhörer daneben gelegt, so wie alle professionellen Let's Player das machen. Ach so, damit du genau immer besetzt hast. Erbarmen, lauf nicht weg. Ich brauch noch eine Seite des tödlichen Schmugglers. Aber hier respawnt ja keiner mehr. Ich hab noch keine Mitteilung des Schmugglers. Ein paar Schmuggler. Ja, ich vergesse immer der Beutel. Ach so. Patrick, nicht da hochgehen, da ist der World Boss, der haut dich. Hallo, das ist meine Mitteilung, ich hab doch schon alle. Braucht die nicht. So Leute, ich geh jetzt erstmal was futtern. Der hat ja gar keine. Geh was leise. Wenn ihr alle eure Mitteilungen und Pornohefte gesammelt habt, dann kommt mal hier so zur Treppe. Naja. Da, wo der Ork aufreizend tanzt. Ja, ich brauche halt schon wieder tanzen da. Ich hab nämlich erst. Ich hab immer noch keinen. Was ist da denn los? Ich krieg auch nicht. Eine Gruppe und das ist irgendwie nicht so. Ist Stefan der Schleicher, genau der World Boss. Wir können den ja erstmal killen, dann. Ja, können wir auch machen. Dann müsstet ihr euch jetzt. Aber erstmal trinke ich einen Schluck aus diesen Weinflaschen. Yeah, ich habe 2 Mitteilungen. Ja, ich auch. Ich habe auch 2. Bewegt euch mal. Oh, der hat wieder nix. Zu mir. Der dritte. Einen Augenblick. Ich hoffe ja, dass ich hier noch so eine lustige Seite bekomme. Deine Hoffnung soll vergebens sein. Erste Seite. Oh, ich habe 3 Mitteilungen des Schmugglers. Ich habe erst 4. Ich habe auch 3. 3. Da kommen sie wieder. Von hinten. Also. Ha! Die ist mir! Sie wird bereits ausgebeutet. Wie das, diese Sätze, die da immer stehen. Unmöglich, die Leute hier. Oh Gott. So, ich folge mal dem Chaojin. Wartet hier jetzt auf dieser Treppe auf. Oder Chaojin, wie man ihn ausspricht. Ja, ich komme gleich, nachdem dieser Schmuggler gestorben ist. Dein Heilerarsch hierher. Aber ich hab bis jetzt noch gar keine Schmuggelgutprobe. Aber ich brauche doch diese Seiten. Diese Seiten brauchst du zum Beispiel gar nicht. Die geben eine Quest, die irgendwie 100 XP gibt. Nicht da hochlaufen, Patrick. Nicht da hochlaufen. Ich komm trotzdem erstmal hierher. Ich hab's erst kann man ja dann machen. Der World Boss ist wichtiger. Man. Also, okay, ja, los. Auf geht's. Ey, wartet mal auf mich, ja? Kann der auch irgendwas?
Ich. Wer hat zuerst angegriffen? Kann ihn gar nicht angreifen. Also, im Moment greift er noch mich an. Soll ich meinen Doppelgänger ändern? Ich glaube nicht, dass dein Doppelgänger da irgendwie viel bringen würde. Aber ich hab mir den schwerer vorgestellt. Der stirbt halt so schnell. Hallo, ich greife ihn an. Logisch, dass er schnell ist. Viel mehr als du, Felix. Ich greife ihn ja auch voll an. Das ist stark. Die Bezeichnung ist irgendwie ein bisschen daneben. Ich kann nicht mit Stärken gehen, von daher. Brauche ich aber nicht. Nicht wirklich. Ja. Oh! Yeah! Da unten sind jetzt wieder Schmuggler. Wow. Oh, sieht der Stab scheiße aus. Immer. Was erwartest du? Ja, diese ganzen Low-Level-Items sind absichtlich so schwul gestaltet, würde ich mal sagen. Näher an. Ist doch ein schöner Holzstab. Und Patrick, für diese ganzen Mitteilungen drück mal T, dann siehst du, wo du die aufsammeln kannst. Nein. Ich musste. Der macht jetzt noch gerade seine coole Sterbenspose und. Ah, man kann ja auch einfach hier. Das ist ja sowas von betrügerisch, dieses Spiel. Die Devise. Modemagazin. Die kanische Dame. Ich kann es aber nicht nehmen, weil meine Tasche verdammt nochmal. Lernen lautet die Devise. Und ich sammle jetzt Titanenmuttern und Eier. Weiß ja nicht, was ihr macht. Eier. Wie soll ich die Tasche denn leeren? So, jetzt habe ich die Mitteilung. Aber auch nur Items, von denen du dir sicher bist, dass du sie nicht mehr brauchst. Ja, die grauen Items. Obwohl, Modemagazin, die kanische Dame... Das ist aber weiß, außerdem steht da Quest-Item dabei. Oh. Hey, ich werde hier einfach... Ja, die sind rot. ...von einem listigen Schmuggler angegriffen. Ja, und keiner von euch hilft mir, Kameraden. Patrick, wir warten nur drauf, dass du stirbst. Wir haben unsere eigenen Probleme, Patrick. Das wird schmerzhaft. So, jetzt bist du sowas von tot. Also nicht nur einfach tot, sondern halt gleich mehrfach. Die Kiste mit Wahnsinn. Ich gehe dann halt auch irgendwie bald mal auf. Wir haben auch bald relativ viel aufgenommen, denke ich mal. Irgendwie so bis 7 können wir ja noch machen. Dann ist ja hier unser neuer Kollege auf vielen, mehreren Folgen drauf. Also geht mal gar nicht. Yeah. Nee. Hey. Das ist richtig populär. Vielleicht bekommen wir dann nur wegen ihm unseren aufrufen. Ja. Wenn du musst jetzt natürlich, dann hast du jetzt verpflichtet, die Let's Plays auch zu gucken, also so kriegen wir ja Abonnenten. Ich sag's all meinen Kumpels. Cool. Ja. Sag es allen und sag auch, dass leider hat er noch zwei Kumpels. Noch mehr Titanen. Mit euch sind's jetzt Chancen. Peter, du vergraulst immer die Leute, das ist echt schlimm. Hallo, ich möchte diese Titanmutter noch aufsammeln. Habe ich irgendwie auf Wegwerfen gedrückt oder wie, dass er die rausnimmt oder über diesen Balkon da, über diese Brüstung schleudert. Ja, wollen wir das dann so machen, dass wir dann bis zum nächsten Mal Nesabgrad durchquesten oder? Das Ganze? Ja, ist weil das relativ. Irgendwie kann ich Sachen nicht einfach irgendwie in... Das heißt, ich habe nur 4x6 Positionen in meinem Inventar. Patrick, öffnest du auch immer schön brav dein Geschenk? Scheinbar nicht, weil da ist eine Tasche drin, die dein Inventar ziemlich vergrößert. Ja, die habe ich ja die habe ich ja eigentlich an. Kann nicht sein. 1, 2, 3. Die ist nur 4x6. Stimmt, 4x6 passt sogar, ja. Pornomagazin spitze Ohren. Ich kann es leider nicht nehmen, weil meine Tasche zu voll ist. Oh Gott. Ich brauche noch eine Titanmutter, ich bin so stolz auf mich. Ich brauche noch 6. Ich brauche noch so eine bekloppte Metallherstellung. Wo ist... da ist ein nächster Titanmutter. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wir können natürlich auch sagen, weil wir nehmen ja nur einmal pro Woche auf irgendwie, dass wir bis zum nächsten Mal Hadron-Bezirk und Isune noch durchgequestet haben. Das war's jetzt. Oh Gott. Ja, Lennart, solange du uns sagst, das war ursprünglich dein Vorschlag, dass wir es so machen, Felix.
Ja, es ist ja auch immer noch ein guter Vorschlag. Hallo? Ich mach dem kaum Schaden. Und ihr helft mir natürlich so, nicht. So, meine letzte Titanmutter. Wo bist du? Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ah, endlich, fertig. Dann geh ich mal. Boah, warum? Ich bin dafür, dass wir jetzt bald mal alles machen. Also, nein, nein. Es geht nicht. Wir können unser Aufnahmeverhältnis leider nicht mehr länger weiterführen. Also wir haben auch nicht genug Folgen Aufnahmeverhältnis für die gesamte nächste Woche, nur wollte ich nochmal anmerken. Ja, ach stimmt, ich hatte ja eh nicht vor, jeden Tag eine Folge rauszubringen, sondern nur jeden Tag eine zweite, weil ich dann auch noch jeden zweiten Tag halt meine Drakensang-Folge rausbringe. Von daher passt das schon alles so. Das ist saugut. Drakensang, ja, ja. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ja, noch. Ich bereite mich doch nur gerade mental darauf vor, was zu sagen. Ich töte immer noch Schmugge. Wo lasst ihr gerade Ja, wie gesagt, von mir aus können wir das hier jetzt beenden. Ja. Ja, es müssen aber noch so abschließende Worte kommen, natürlich. Zum Beispiel. Immer stumm reinbleiben? Nein, gute, so weise Worte. Dafür bist du zuständig, Felix. Ja, ich muss die mir jetzt aber erstmal ausdenken. Diese langjährigen Weisheiten, die sich in chinesischen Tempeln überdauert haben. Meister zu Meister weitergegeben wurden. Vielleicht sogar was Elitz bezogen. Lass dich nicht von einem fetten Ork antanzen. Aber... Moment, da brauche ich mehr Hintergrundwissen, um diese Weisheit von mir zu geben. Also jetzt nicht die mit dem Ork, sondern das weiß ja jeder. Wir müssen mal gegen einen richtig starken Gegner kämpfen. Wir haben vorhin gegen einen richtig starken gekämpft, nur leider war der... Oh ja. Der wäre stark gewesen, wenn er nicht dabei wäre. Ja. Ja. Ich hab jetzt hier eine Weisheit. Ja, genau. In Xaes habt ihr dann wieder was zu kämpfen. Das wird grauenhaft für dich, Peter. Xaes, das ist der erste größere Dungeon. Wenn du einen Ork, der aussieht wie der Führer des Dritten Reiches, in deiner Gruppe haben willst, darfst du keinen bösen Heiler dabei haben. Das sind die abschließenden Worte. Wir hoffen... Ja. Und ich werde gerade getötet und drauf, das ist auch relativ abschließend. Von drei Leuten. Ein bisschen Feedback da lasst, so von wegen Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bla bla. Bis zum nächsten Mal und tschüss.